Werte Gäste, wir dürfen Sie heute am Abend sehr herzlich begrüßen. Bei unserem höfischen Fest, wie wir schon gehört haben, in der ehemaligen Aula der alten Universität. Es hat so im Frühling schon begonnen, wo der Herr Edler vom Landhaus Oswald auf uns zugekommen ist, wohl mit einem Tipp, dass es da an der Uni Leute gibt, die sich mit historischer Kulinarik beschäftigen. Und da war eher noch so die Idee, ein Ritteressen. Und das war das Erste, was wir gesagt haben, no go. Ja, kein Ritteressen, es muss was Höfisches sein, es muss was Adeliges sein. Also nicht diese Konventionen, all das, was wir heute eben versucht haben, dem Publikum mitzuteilen. Kein Reenactment, weil das sowieso nicht zurückführt in diese historische Zeit. Und das war dann so, dass wir gemeinsam einen Speiseplan entwickelt haben, aus den historischen Rezepten heraus im Auswahlverfahren mit den Kochexperten. Und für uns war das eigentlich ein unglaublich beglückender Prozess, auch zu merken, was ein Profikoch dann mit einem Rezept anfängt, das wir von der Sprache her eigentlich schon verstanden haben. Aber wie man es umsetzt, das ist dann immer so eine andere Geschichte. Also es war eine, aus meiner Sicht heute, eine wirklich eine Win-Win-Geschichte. Gerade in der historischen Kulinarik des Mittelalters spiegelt sich die streng hierarchisch geordnete Lebenswelt des Mittelalters deutlich wider. Die Texte, die uns etwas zu den Ernährungsgewohnheiten des Mittelalters berichten, sind zum Beispiel Kochrezeptsammlungen, Wirtschaftsbücher, aber auch erzählende Texte. Geschmacklich am spannendsten war der Nachtisch, weil wir bei der Kombination der mittelalterlichen Krapfen mit dem Marillen-Chutney eine Geschmackskombination zusammenkriegen, wo ich sage, okay, das geht in Richtung mittelalterliche Küche. Also das war nicht so rund, wie wir das kennen, sondern das war teilweise eckig und das ist da gut rausgekommen. Ich bin ja der Meinung, dass die Highlights durchgehend stattgefunden haben. Wir hatten ja das Privileg, nicht mitessen zu müssen, sage ich einmal so, und haben die Chance gehabt, das aus der Außenperspektive zu betrachten. Und das war für uns das Highlight. Zu sehen, wie die Gerichte ankommen, zu sehen, wie das Konzept ankommt. Andere Highlights sind natürlich die Gerichte, die rausgegangen sind. Ja, ich glaube, ich könnte da noch wesentlich mehr aufzählen, aber ich glaube, das ist insgesamt so das, was es abrundet. Ganz tolle Veranstaltung. Es war gut besucht. Es hat außergewöhnliche Köstlichkeiten gegeben, die man sonst ja nicht bekommt. Also es war eine ganz, eine tolle Veranstaltung. Ein Wahnsinn. Und wir haben so viel gelernt heute. Wir werden das wirklich nachhaltig weiterführen und sind begeistert von dem Amt. Ich war schwerst begeistert. Kulinarische Highlights, der geschichtliche Zugang, dass man da einfach mal gehört hat, wie die früher gelebt haben, was wir da heute auf dem Teller fabriziert bekommen haben. Das war wirklich ein großes, großes Highlight für mich. Ja.